Diese Woche wurde der Bericht über die Christenverfolgung von Open Doors vorgestellt. Das Land, das am gefährlichsten ist für Christen, auf Platz 1 ist Nordkorea. Was hat Sie an dem Bericht am meisten überrascht? Schauen Sie, Nordkorea ist seit Jahr und Tag an der Spitze der Christenverfolgung, weil in Nordkorea, da sieht man auch, wie gefährlich es ist, wenn man Religion abschafft, in Nordkorea ein Staatskult mit echten religiösen Ansprüchen rund um diese kommunistischen Parteiführer entstanden sind. Ja? Rund um die sozusagen Staatsführerfamilie Kim, die sich wie Götzen verehren lassen. Das heißt also, dort, wo Religion weg ist, wo Gott weg ist, treten andere in die Rolle und lassen sich sozusagen anbeten. Das ist in Nordkorea eindeutig nachvollziehbar. Eine grauenhafte Diktatur, Steinzeit-Stalinismus pur, wo natürlich nichts, was nicht mit dem Steinzeit-Stalinismus vereinbar ist, Platz hat, insbesondere nicht der liebe Gott. Was mich mehr erschüttert, ist die Tatsache, dass im vergangenen Jahr alle Länder des sogenannten arabischen Frühlings im Verfolgungsindex weit nach vorne katapultiert wurden, insbesondere Syrien. Obwohl man ja gedacht hat, der arabische Frühling bringt eine neue Welle der Demokratie. Der arabische Frühling ist für die Christen der arabische Winter geworden. Ja? Die Christen in Syrien im Speziellen leiden enorme Verfolgung, insbesondere von Dschihadisten und von islamischen Fundamentalisten und von Banden, wirklich ausländischen Banden, die von Ländern wie Katar und Saudi-Arabien finanziert werden. Und das sind jetzt aber bitte um Partnerländer der Europäischen Union. Und dort wird das nicht einmal thematisiert, dass die ganzen Mörderbanden in Syrien finanzieren und die Christen dort massakrieren lassen. Es hat ja grauenhafte Massaker dort gegeben. Zum Teil konnte man sie ja auch im Internet, weil die haben ja noch die Perversion besessen, das auch noch zu filmen und ins Internet zu stellen, konnte man ja im Internet ja diese grauenhaften Massaker ja sogar sehen. Und da sieht man, wie falsch die Politik der Europäischen Union war. Man hat die christlichen Opfer in Syrien, aber auch in anderen Ländern des arabischen Frühlings, auch Gruppen in Ägypten oder auch die Christen etwa in Libyen, sind Opfer einer falschen Politik der Europäischen Union geworden. Die Europäische Union hat in völliger Verkennung der Umstände auf diese ganzen sogenannten Befreiungsarmeen gesetzt, ohne zu sehen, dass es sich dort um islamische Fundamentalisten handelt, zum Teil um Söldner handelt, die aus Afghanistan, aus Pakistan in diese Länder gebracht wurden und mit enormen Geldmitteln aus der Türkei, aus Saudi-Arabien, aus Katar bewaffnet wurden. Mit dem Ergebnis, dass wir dort heute chaotische Zustände haben und in erster Linie die christlichen Minderheiten dafür den Preis zu zahlen haben. Die Frau Ashton hat alles an Begründung dahergebracht, wieso die Europäische Union sich dort engagieren soll. Nur die Christen hat sie mit keinem Wort erwähnt. Ja? Das zeigt ja auch das Denken dieses europäischen diplomatischen Dienstes, denen die Christen und das Schicksal der Christen in Wirklichkeit völlig egal ist. Europa ist nicht der einzige Global Player, der für die Christen was tun könnte oder tun sollte. Wie sehen Sie die Rolle der anderen Großmächte, sagen wir Russland, USA, die sich ja auch um Christen kümmern? Na, die USA sind ja enge Partner der Saudis und der Kataris. In Katar haben sie immerhin den größten Auslandsstützpunkt der Welt. Ja, das sind, glaube ich, mehr als 10% des Staatsgebietes sind ja dort nichts anderes als ein amerikanischer Auslandsstützpunkt. Das heißt, die haben sich um die Christen noch nicht geschert, sondern denen geht es nur um Einfluss. Denn dann geht es nur um machtpolitischen Einfluss, so wie das auch im Irak der Fall war. Da ging es einfach nur ums Erdöl. Und das Schicksal der Christen ist denen völlig egal. Ich kriege ja jedes Mal Zustände, wenn ich diese ganzen heuchlerischen Erklärungen dann höre von amerikanischen Politikern, die so tun, als ob ihnen das Schicksal der Christen ein Anliegen wäre. Ist es ihnen nicht. Sondern die Amerikaner betreiben dort einfach Großmachtpolitik. Gott sei Dank haben die Russen bei Syrien gesagt, durchaus auch aus großmachtpolitischen Erwägungen, Syrien ist die rote Linie. In Syrien wird es das, was sich vorher in Libyen abgespielt hat, das, was sich in Ägypten abgespielt hat, wird sich in Syrien nicht mehr abspielen. Und das hat Gott sei Dank dazu beigetragen, dass die Situation noch einigermaßen in den Griff zu bekommen sein wird, sodass also die Christen in Syrien, wie ich hoffe, nicht endgültig ausgelöscht werden können, wie das leider mit den Christen im Irak passiert ist. Die christlichen Gemeinden im Irak, die zum Teil 2000 Jahre dort sind, zu den frühesten christlichen Gemeinden überhaupt gehören, die sind praktisch vor der Auslöschung. Jetzt war Libyen ja auch fast ein Alleingang von Sarkozy.
Was passiert, wenn in Syrien auch jemand plötzlich die Initiative ergreift, ohne sich mit der UN und den Russen abzusprechen? Ja, das wird dann brandgefährlich. Also das will ich mir gar nicht ausmalen. Die Russen werden das nicht zulassen und das weiß auch jeder. Aber wirklich jeder, der sich nur rudimentär mit der Lage beschäftigt hat. Lavrov hat es immer wieder klar gemacht. Putin hat es immer wieder eindeutig gesagt. Hier ist die rote Linie. Da werden wir nicht mehr mitspielen. Und da, glaube ich, ist diesen ganzen unilateralen Großmachtsspielereien und Großmachtsträumereien von irgendwelchen kleinen Politikern aus Frankreich oder von amerikanischen Weltherrschaftsträumern, ist, glaube ich, endlich einmal eine Grenze gesetzt worden. Die einen sagen Großmacht, die anderen sagen Verantwortung in der Welt übernehmen. Na, dann sollen sie das doch gleich bei den Christen beweisen. Christen wären dankbar dafür, wenn die Westen endlich einmal Verantwortung für sie übernehmen würde. Sehr dankbar, wenn endlich einmal dort ein Schutz für die Christen gewährleistet würde. Stattdessen schaut man zu, wie die Saudis mit ihrem Steinzeit-Islam und die Kataris, die dort jede Mörderbande finanzieren und mit Waffen ausstatten, die dort Christen massakrieren. Und keiner rührt einen Finger. Aber was ist die Essenz und was ist die Schlussfolgerung aus den Berichten über die Christenverfolgung, unter anderem von Open Doors, die Sie jetzt mitnehmen in die Politik? Was kann man anders machen oder besser machen, um die Christen wirklich effektiv zu schützen? Schauen Sie, die Europäische Union muss ihre politischen Inhalte umstellen. Deswegen bin ich auch so froh gewesen, dass beim Gipfel von Vilnius die EU auf die Nase gefallen ist, und zwar ordentlich im Zusammenhang mit dem Versuch, die Ukraine gegen Russland auszuspielen. Es geht ja in Wirklichkeit immer wieder sozusagen darum, Russland zu bekämpfen, an den Rand zu drängen, hinauszudrängen. Ja, das ist eine derartig russophobe Politik, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, die ich im Übrigen auch für friedenspolitisch für gefährlich halte. Da muss jetzt Ashton und dieser ganze Apparat einmal umdenken. Und dann werden sie gezwungen werden dazu. Sie sind in Syrien jetzt auf die Nase gefallen, sie sind Gott sei Dank jetzt auch in der Ukraine auf die Nase gefallen. Sie haben sich blamiert. Das sogenannte Geist des Maidanplatzes von Kiew, ja, der ist praktisch in einem Gaspreisrabatt, den die Russen den Ukrainern gewährt haben, verdunstet. Da ist nichts mehr da. Ja? Also diese ganze träumerische Formulierung von wegen, dass die Leute dort an den Geist Europas glauben und also diese Beschwörungen, das ist alles läppisch. In Wahrheit wollen die Leute dort Wohlstandsverbesserung haben und haben Wohlstandserwartungen und nicht irgendwelche romantischen Gefühle für Europa. Und nachdem Russland ihnen gezeigt haben, wir können euch einen Gaspreisnachlass gewähren, ist dort auf einmal mit dem Geist vom Maidanplatz ziemlich bald einmal zappenduster gewesen. Die sind einfach heimgegangen, ja? Weil damit haben sie erreicht, was sie wollten, nämlich eine günstige Gaslieferung.